Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eine Geschichte, die Geschichte einer Innovation beginnt vielfach mit dem Patent. Wir haben darüber gesprochen. Die Zahlen der Patentanmeldungen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern, darauf hat Harry Glawe, der Wirtschaftsminister, hingewiesen und sie dargestellt. Die werde ich jetzt nicht wiederholen. Fakt ist, in der Quintessenz, wir haben erheblichen Nachholbedarf bei der Patentanmeldung aus der Wirtschaft. Im Vergleich zu Deutschland 84%, hier in Mecklenburg-Vorpommern 48%. Und die Ursachen dafür, die geringe Industriedichte, Kleinteiligkeit unserer Wirtschaft wurde schon genannt, aber auch der regelmäßige Sitz von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen entscheidender Unternehmen an den Stammsitzen außerhalb des Landes. Und keine Frage, von diesem Aspekt können Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern auch durchaus profitieren. Das macht das eingangs zitierte, von mir genannte Beispiel Profita überdeutlich. Hier hat sich ein Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern durch eigene Leistung den Zugang zu den umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsinitiativen von Bayer Crop Science erarbeitet. Dennoch muss es unser Ziel sein, und das wurde auch angemerkt, Anmeldungen für Schutzrechte auch in Mecklenburg-Vorpommern prioritätssichernd zu behandeln. Innovationen setzen häufig marktfähige Patente voraus. Und diese Innovationen sind immer häufiger auch als Triebfeder für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in unserem Land. Doch nicht nur hinsichtlich der wirtschaftlichen Patentaktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern stehen wir vor anspruchsvollen Herausforderungen. Mecklenburg-Vorpommern hat insgesamt noch Potenzial. Ich möchte das in einer anderen Form nochmal darstellen. In 2011 wurden in Mecklenburg-Vorpommern 10 Patente pro 100.000 Einwohner angemeldet. Im Vergleich zu Baden-Württemberg ist schon genannt 133 pro 100.000. Aber auch hier ist die Ursache in der Tat leicht auszumachen. Auch sie liegt in der eher mittelständisch geprägten Unternehmerlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern begründet. Und wie bereits festgestellt, Forschung und Entwicklung ohne finanzielle Begleitung durch Dritte ist bei uns schwieriger als in anderen Bundesländern. Kleine und mittlere Unternehmen können sich als sich eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen nämlich kaum leisten. Meine Damen und Herren, und vor diesem Hintergrund muss die angewandte Wissenschaft unseres Landes weiterhin auf die realen Bedürfnisse der regionalen und unserer kleinteilig geprägten Wirtschaft und des Marktes ausgerichtet werden. In der Vergangenheit wurden viele Projekte unterstützt, wie, ich hatte es schon gesagt, neuartige medizinische Gefäßstützen, Stents in Rostock. Denken Sie an die eingangs zitierte EIB. Aber auch Verfahren für eine neue Windflügelfertigung aus geformtem Stahl in Stralsund oder die Etablierung von energieeffizienten Leichtbaustrukturen im Schienenfahrzeugbereich in Rena. Und für die Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation in Mecklenburg-Vorpommern standen in der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 Mittel in Höhe von insgesamt 155 Millionen Euro zur Verfügung. Und damit wurden 624 Projekte im Rahmen von Forschung, Entwicklung sowie technologieorientierten Netzwerken gefördert. Und darunter 258 Projekte der Verbundforschung. Das ist der Stand von 2012. Und deshalb war es auch richtig, dass die Koalitionspartner in der Koalitionsvereinbarung die Fortführung der Verbundforschung sich dafür ausgesprochen haben. Und meine Damen und Herren, die von mir aufgezeigten Programme zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation des Landes haben zunehmend Wirkung gezeigt. Diese Erfolge müssen wir nun verstetigen, ausbauen, weiter fortführen. Dabei tun wir sehr gut daran, ein offenes Ohr für die Anliegen der Akteure der Verbundforschung zu haben. Am Anfang steht häufig das Patent. Gemeinsames Ziel muss es daher sein, den Patent- und Schutzrechtaktivitäten, insbesondere junger und kleiner Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, weiterhin mit der nötigen Aufmerksamkeit zu begegnen. Anmeldungen für Schutzrechte in Mecklenburg-Vorpommern deshalb prioritätssicher entgegengenommen werden. Hier soll eine Strategie durch die Wirtschaftskammer, Hochschulen und die Universitäten sowie den Verwertungsbund der Hochschulen unseres Landes erarbeitet werden. Und selbstverständlich wird das vom Land begleitet. Und dann muss das Zusammenspiel aus Forscherdrang und Unternehmergeist gefördert werden. Das bedeutet, dass wir Forschungsergebnisse nicht nur schnell umsetzen, sondern auch kommuniziert werden müssen. Wirtschaft braucht Wissenschaft und dieses Verhältnis ist wechselseitig. Und Wissenschaft ist auf Geld angewiesen. Bei späterer unternehmerischer Umsetzung von Innovation reden wir auch, das wurde schon gesagt, vom Beteiligungskapital. Ich würde auch sagen, natürlich ist das Risikokapital. Ganz klar, wir brauchen eine Verbesserung der Eigenkapitalausstattung, deswegen auch der Vermerk im Mittelstandsfördergesetz. Es wird
es wird, wurde darauf hingewiesen, Herr Holter hat das sehr schön gemacht, es wurde darauf hingewiesen, es ist nicht nur die Förderung der Technologie, damit es auf den Weg kommt, damit die Idee auf den Weg kommt, sondern dann geht es eigentlich erst los. Durch dieses Beteiligungskapital, durch dieses Risikokapital, wer gibt es einem jungen Unternehmen? Glaubt man an die Idee? Ist das soweit? Und hinterher natürlich, wenn es dann soweit ist, Produktionsmittel geschaffen worden sind, die Markteinführung, an der bislang vieles gescheitert ist. Also das sind Schwerpunktthemen, die richtig erkennen wir auch dem Antrag, dem Änderungsantrag der Partei Die Linke zu. Wirtschaft wiederum ist auf wissenschaftliche Expertise angewiesen. Und das gilt in Mecklenburg-Vorpommern vor allem aufgrund der vergleichsweise kleinteiligen Wirtschaft und der geringen Anzahl von Forschung- und Entwicklungsabteilungen in kleinen Unternehmen. Das alles unterstreicht die Bedeutung einer transparenten Kommunikationsplattform. Forschung, Entwicklung und Innovation. Sie kann zu einer transparenten Institution der Symbiose aus Wirtschaft und Wissenschaft werden. Und meine Vorredner haben das gesagt, es geht hier nicht um noch ein Netzwerk und noch ein Netzwerk zu schaffen, sondern die Synergien zu nutzen, eine Kommunikationsplattform zu schaffen, in der Transparenz und vor allen Dingen die Möglichkeiten für die Unternehmen und für die Wissenschaft aufgezeigt werden. Und langfristig muss es doch darum gehen, Anforderungen der Wirtschaft und Ideen aus der Wirtschaft und der Wissenschaft als Grundlage aufzugreifen. Es geht um die Realisierung marktfähiger Lösungen und Produkte. Und meine Damen und Herren, eine wichtige Chance dafür bietet uns die neue EU-Strukturfondsperiode. Und deswegen ist unser heutiger Antrag die richtige Initiative zur richtigen Zeit. Er dokumentiert ja gerade, dass wir bestehende Chancen mit allen Kräften nutzen wollen. Und wir freuen uns, dass die Verbundforschungsförderung bereits einen der Schwerpunkte im neuen operationalen Programm der EFRE-Strukturperiode von 2014 bis 2020 bildet. Wir werben dafür, die Verbundforschungsförderung entsprechend der an uns herangetragenen Wünsche der Betroffenen auch in der neuen EFRE-Strukturperiode auszugestalten. Wir haben bei der Vorbereitung zu diesem Antrag einen Trend zu einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung festgestellt. Und dieser Trend muss weiter unterstützt werden. Denn die anwendungsorientierte Verbundforschung sichert den Aufbau weiterer wissensbasierter Arbeitsplätze. Meine Damen und Herren, bis 2020 muss es Mecklenburg-Vorpommern schaffen, auf eigene Füßen zu stehen. Und dafür wird die Koalitionsfraktion in ihrer Legislatur unter der Führung des CDU-Wirtschaftsministers den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre konsequent fortführen. Die Industrie, es ist nun mal so, dass die Verantwortung für Wirtschaft bei dem Wirtschaftsminister liegt. Die industrielle Wertschöpfung in Mecklenburg-Vorpommern verbreitet sich auch wegen der vielen Innovationen der Verbundforschung und diese Erfolge sind kein Grund, sich auszuruhen. Das verdeutlicht die in meiner Rede zitierten Zahlen. Innovationsfähigkeit muss weiterhin Perspektiven schaffen, denn diese Perspektiven schaffen Wertschöpfung und die Wertschöpfung schafft Unabhängigkeit und Arbeitsplätze. Und deswegen werbe ich um Unterstützung für unseren Antrag. Vielen Dank.